willkommen zurück zum großen Finale. Wahrscheinlich Finale. Wir haben die Schwachstelle in der Mauer gefunden und sind nun bereit. Wer ist das Mädchen? Hallo, Blue Toast doch dir. Toast doch dir. Das ist meine Freundin. Und sind bereit, uns Odin zu stellen. Schön Vorsicht. Das ist wie gut. Du kämpfst gut. Hat mich mein Vater gelehrt. So viel ist klar. Ja, danke. Schade, dass er nicht... Ich weiß. Ich bin noch nicht fertig. Was ist hier los? Ich dachte, Ragnarök sollte uns helfen. Die Kreatur ist nicht ganz. Sie ist unvollständig und kann ihren Zweck nicht erfüllen. Also hat es trotzdem nicht funktioniert. Achtung! Erledigt! Halt! Wo ist Sindri hin? Er hat seinen Teil getan. Der Rest liegt an uns. Hinter dir, Vorsicht! Die Musik ist natürlich unglaublich, also. Also die Soundkulisse ist gerade einzigartig. Ich will gar nicht so viel sagen, weil einfach diese Atmosphäre so einzigartig ist. Die trägt sich von ganz allein, finde ich. Da muss ich gar nicht groß zwischenquatschen. Die große Loge, da müssen wir hin. Aber wird er dort warten, wenn er es weiß? Er wollte nicht hören. Aber das ist gerade nicht das größte Problem. Geh zu deiner Schwester. Ihr müsst Ragnarök aufhalten. Ich kämpfe hier. Aber wenn ich nur... Nimm Atreus und die Maske und blick nicht zurück. Mein Sohn vertraut dir, also tue ich's auch. Vater, warte! Ich hab genug von dir und deinem Sohn!
kann ihn nur so zurückgeben. Keine verdammten Spiele mehr! Und diesmal darf ich dich auch töten. Wir müssen das nicht tun! Oder? Das ist, wer wir sind! Was das? Ich vertrage das! Und du? Das reicht nicht! Autsch! Der Junge glaubt, du hättest dich verändert! Beweis es! Beende das! Genug geredet! Hüpfe und störe! Du musst die Kontrolle behalten! Ich weiß! Du bist wozu der Alpha das gemacht hat. Du hast die Wahl. Wir werden alle sterben. Denk doch einmal selbst. Deine Familie zerbricht. Es reicht. Du nicht so, als ob du mich kennen würdest! Du greifst meine Tochter! Nein! Ich hab nicht! Du bringst das in mein Heim! Zu meiner Familie! Den hab ich bis hierher gespürt! Komm schon! Komm schon! Ganz schön intensiver Kampf. Du greifst meine Tochter an! Nein! Ich hab nicht! Du bringst das in mein Heim! Zu meiner Familie! Soll man dem denn ausweichen? Wenn dies das ist, gib du zuerst! Was nutzt dir ein Schild, wenn du ihn nicht einsetzt? Nein! Dreckiges Maul!
Komm schon! Nochmal wartest du! Deine Tochter. Mein Sohn ist ihr Freund. Wenn du ihr wehtun willst. Das werde ich nicht. Weißt du nicht? Was ich getan habe? Doch! Aber was wirst du jetzt tun? Wir ändern uns nicht. Wir sind Zerstörer! Nicht mehr. Nicht mehr. Zum Wohle unserer Kinder. Wir müssen besser sein. Warum ist er nicht tot? Redet ihr etwa? Wer hat dir das befohlen? Du redest nicht. Du denkst nicht. Ich denke, du tötest. Ein verdammt simples Konzept. Sif hatte doch recht mit dir. Ich wollte es nur nicht einsehen. Was soll das? Bist du kaputt? Ich bin dein Vater. Nimm den Hammer und töte, wenn ich sage, du sollst töten. Ich wollte das nicht. Wirklich, ich wollte das nicht. Nein! Throod, das ist alles Ihre Schuld. Sie haben uns das angetan, unserer Familie. Ich muss mich offenbar um alles selber kümmern. Eigener Sohn! Deine Enkelin! Warum? Throod, geht es gut. Ich rette sie. Und Thor, er geht auf euch. Ihr habt ihn gegen mich aufgebracht. Ihr habt alle gegen mich aufgebracht. Freya!
dir! Vorsicht! War dein Plan wirklich um so vieles besser als meiner? Ich hoffe, du hast bekommen, was du wolltest. Noch nicht ganz. Glaubst du, du beherrschst als Einziger einen Bindezauber? Ich verbrachte viele lange Winter mit dem Gedanken, was ich wohl sagen würde, wenn ich zusehe, wie du aufhörst zu atmen. Aber jetzt wird mir klar, dass es nur eine Sache gibt, die du wissen musst. Du hast absolut keine Macht mehr über mich. Das ist meine Frigge. Ich vergaß, wie gut du mit Flügeln aussiehst. Oh, Ehemann. Du hast stets Wissen begehrt. Tja, jetzt werde ich dir beibringen, wie es ist, wenn man alles verliert. Knie vor deiner Königin! Ich hab dich immer geliebt, weißt du? Du hast niemanden je geliebt! Vater? Freya? Das ist es, Loki. Nein, 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 nein. Schluss mit Kämpfen. Nein. Nichts davon ist jetzt wichtig. Das ist dein Moment, Loki. Oh Gott. Groa wollte dich vor mir verbergen, aber das ist dein Schicksal. Streiter aller Jötnar. Nur er kann die Maske tragen. Und nur er erblickt die volle Wahrheit der Schöpfung. Er löst die Rätsel von Leben und Tod. Kein Zweifel, keine Verwirrung. Es ist deine Bestimmung. Setz sie auf, Loki. Stell ihr die Frage. Du hast die Wahl, Sohn. Ich vertraue dir. Nein! Nein! Nein!
Wieso hast du das getan? War das alles umsonst? Du willst ein Niemand sein! Osiris, darauf hast du wirklich lange gewartet, nicht wahr, Frink? So wie ich! Leider zu spät! Fliegt! Fuck, ich kam nicht hin, da waren zu viel Geröll. Vergiss mich nicht, Alfratze! Alfratze! Das ist für Brock! Alfratze! Deine Pfeile! Geschafft! Rieder! Ja, ganz schön viele unblockbare Angriffe. Nein! Nein! Jawohl! Alles habt ihr ruiniert! Was habe ich dafür geschuftet? Was habe ich dafür getötet? Ich wollte nur antworten! Deine Pfeile! Hab's geschafft! Hättet ihr mitgespielt, wäre das alles nicht passiert! Wozu das alles? Antworte mir, Loki! Wozu das alles? Benutze deine Pfeile! Schau deine Händchen! Das war unsere Chance, Loki. Ich hätte meine Antworten bekommen. Und mehr als das, die Wahrheit. Und du hast mir das genommen. Alles wäre besser geworden. Wir hätten gemeinsam die neuen Welten verbessert. Es ging dir nie um die Welten oder mich. Es ging nur um dich. Du hast alles zerstört. Mein Zuhause, meine Familie, mein Königreich. Du warst das selbst. Das waren deine Taten. Du hast deinen Sohn getötet. Das war nicht gewollt. Ich hatte keine Wahl. Man hat immer die Wahl. Du musst aufhören.
Du hast die Wahl, dich zu bessern. Nein, nicht ich. Ich muss wissen, was als nächstes geschieht. Ich höre niemals auf. Warum musstest du das sagen? Sopna, Obfrau, Fessu. Sopna, Hethan. Sopna. Sopna. Was tun wir mit ihm? Ich schwor, dass ich dir niemals die Wahl zwischen Leben und Tod abnehme. Ich sehnte mich so lange nach diesem Moment. Und jetzt ist er hier. Ich brauche das nicht, um frei zu sein. Wir haben ihn aufgehalten. Nur darauf kommt es an. Jawohl, Team Sindri. Das kommt als nächstes. Ragnarök, er ist hier. Das Herz von Asgard. Wo sollen wir hin? Aufweg gefällig! Wie? Riesending. Also, mir nach. Beeilung! Irgendwie! Nath! Du musst gehen. Freya! Es ist Zeit. Genau dorthin, wo du sein solltest. Mutter? Da ist er. Wach auf, Atreus. Wach auf. Gut, dass du wieder hier bist. Hallo. Wo ist mein Vater? Irgendwo hier im Lager. Er wird sich sehr freuen. Danke, Er. Sind wir in Jötunheim? Die Architektur sieht so aus. Ragnarök. Mutter, hör auf damit. Ruhig.
Frud. Loki! Ich bin so froh, dass ihr beide lebt. Wirklich. Und es tut mir leid. Thor, er hat's versucht, weißt du? Tut mir leid, dass ich nicht mehr tun konnte. Nichts wird das ändern, was du fühlst. Aber vielleicht tröstet es dich, dass Odin erledigt ist. Ja, auf jeden Fall. Loki, es war eine Ehre, an deiner Seite zu kämpfen. Im Ernst. Bleibst du hier in Midgard? Eine Weile. Aber wir sind Midgard. Dann muss ich etwas finden. Hildis Vini möchte, dass wir die Bewohner Asgards nach Vanaheim bringen. Für den Wiederaufbau. Ich wünsche Ihnen das Beste. Und dir auch. Oh, und Thrud. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst. Viel Glück. Bis dann, Loki. Sei vorsichtig. Mal wieder runterkommen, ich bin noch komplett auf 180 durch die Szenen gerade. Es ist noch so episch. Hugin hat's geschafft. Das ist gut. Ist es gut? Weiß nicht, ob das gut ist. Oh, und wenn du dieses Holz zu Branas Zelt bringen könntest. Loki, hey! Schön, du hast mich trotz Kopfverletzung nicht vergessen. Hattest du eine Kopfverletzung? Alles verschwamm, vielleicht war das jemand anderes. Egal. Mensch, ich freut mich, dich zu sehen. Freut mich auch. Du hast viel zu tun? Ach, ich helfe den Leuten einfach gern. Wir haben bald Schlafsäcke für alle und die Wölfe deiner Freundin halfen bei der Jagd. Wir sollten genug Essen für alle haben. Echt jetzt? Echt jetzt? Und hey, vielen Dank für alles. Ohne dich und deine Freunde wären wir nicht hier. Ja, natürlich. Ich hätte nur gern mehr Leute rausgeholt. Loki, das war gut. Danke, Skildir. Pass auf dich auf, ja? Hey, du kennst mich doch. Genau, deswegen sagt das ja. Hat jemand irgendwo noch Decken gesehen? Der Schnee mag schmelzen, aber es wird trotzdem ziemlich kalt sein. Stimmt, es schmilzt alles. Oh, da ist er. Ein für den Jungen hier. Skald! Hört. Skald. Ohne dich wären wir nicht hier. Oder Freyrs Opfer. Das stimmt. Oh, wir haben gerade über Freyr gesprochen. Gut. Wo war ich? Oh, als ich ihn traf, dachte ich, er wäre ein Krieger, ein echtes Genie, ein geborener Anführer. Seine Legende eilte ihm voraus. Er selbst war aber ganz anders. Er hat mich trotzdem überzeugt. Er war einfach so nett. Und wirklich gut aussehend. Das stimmt. Und äußerst charmant. Gut, hört auf, sonst muss ich gleich wieder heulen. Verzeiht. Ich muss zu Vater. Pass auf dich auf! Erinnert ihr euch noch an Skidbladnir und das Feuer? Wenn ich mich richtig erinnere, hast du es doch überhaupt erst angezündet. Das war keine Absicht. Woher hätte ich wissen sollen, wie leicht es Feuer fängt? Das war es gar nicht. Du wolltest nur mit deinem verzauberten Blasebalg angeben, bis die Funken flogen. So ist es passiert, nicht wahr? Schön, dass du wach bist. Freya. Er wollte es so. Ich konnte ihm das nicht abnehmen. Er hat uns alle gerettet. Das werde ich nie vergessen. Die Familie, die ich zu haben glaubte, wurde mir Stück für Stück genommen. Aber meine neue Familie spendet mir Trost. Deine Mutter hatte recht, weißt du. Du hast diesen Bogen letztlich gemeistert. Du bist ein großer Krieger, aber noch mehr als das hast du ein gutes Herz. Nichts, was dir widerfuhr, konnte das ändern. Ich bin stolz auf den Mann, der du bist, Atreus. Danke. Für alles. Ich sollte zu Vater. Das solltest du. Atreus!
du hast uns ziemlich erschreckt. Schön, dich zu sehen, Mimir. Hör zu. Ich will dir danken. Ah, was hast du sonst vom klügsten Menschen der Welt erwartet? Du bist nicht nur klug. Du hast mir zugehört, mich angeleitet und bist im Grunde ein zweiter Vater für mich. Junge. Nein, du musst das hören. Ich schätze dich wirklich sehr. Ich hab dich auch sehr gern, Kleiner. Bis dann, Mimir. Gut, dich zu sehen, Atreus. Dich auch, Hildisvini. Du willst also nach Vanaheim mit den Asen? Das stimmt. Oh, wer hätte gedacht, dass Vanen und Asen mal friedlich zusammenleben? Wie optimistisch anmaßend von dir. Das stimmt wohl. Tja. Wir haben angeboten, wenn Odin nicht mehr da ist. Aber es wird wohl kein leichter Anfang. Tja, daran kann man arbeiten. Höflichkeit ist sicher ein Anfang. Kaum ist Odin nicht mehr da, geht sowas. Und es ist schön hier, oder? Kein Lärm. Uns geht es gut. Du warst heute so gut, Junge. Ich bin stolz auf dich. Vielleicht finden wir später noch was Leckeres. Na gut, ich bin dran. Wer ist das? Hm? Ja, wir kennen ihn. Vielleicht überrasche ich dich ja bald mal. Oh, hast du schon. Guten Händen. Danke, dass du uns gerettet hast. Ich entschied, dass ich das Ende besser selbst schreibe. Du hast es deinem Vater nicht gesagt, oder? Was gesagt? Komm schon. Riesenvision. Ich hab's gesehen. Verstehe. Alles in mir sagt, dass ich das tun muss, aber ich... Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Komm mit. Ich möchte dir etwas zeigen. Euch beiden. Ich will nicht stören. Das ist auch für dich. Dass es dir gut geht. Ja, und dir auch. Also, wie endet die Geschichte? Was? Vor Ragnarök. Du hast versprochen, zu Ende zu erzählen. Als der Tod eintraf, fragte er, weshalb der alte Mann ihn gerufen hatte. Mit dem Tod vor Augen überdachte der alte Mann seine Bitte nochmal. Nach einem Moment fragte er, ob der Tod ihm die Stämme auf den Rücken legen könnte, damit er seine Reise fortsetzen kann. Er war nicht bereit zu sterben. Er wollte weiterleben. Das ist eine Menge Rauch. Offenbar sind Teile von Asgard überall in den Welten gelandet. Vielleicht sind noch einige Einherjar in ihrer Nähe. Aber deshalb habe ich dich nicht hergebracht. Ein letzter Schrein.
Mutter? Mein Schrein in Jötunheim. Sie hat ihn zerstört. Wir sollen unser Schicksal nicht kennen. Wegen ihr wählten wir unseren eigenen Weg. Sie wandte sich gegen ihr eigenes Volk. Unser Volk. Um euch zu schützen. Sie gehen nicht alle auf. Tut mir leid. Vater, ich muss mit dir über was reden. Da draußen sind andere Riesen. Und ich muss sie finden. Ich glaube, ich weiß, wo sie sind, aber ich bin für sie verantwortlich. Ich muss das allein tun. Ich will es nicht allein tun, aber es muss sein. Es ist schwer zu erklären. Macht es dir Angst? Ja. Und deswegen musst du es tun. Wie du gesagt hast. Ja. Wir haben heute wegen deiner Entscheidungen überlebt. Wen du traust. Wen du Freund nennst. Sohn, du bist bereit. Wir haben's versprochen. Loki wird gehen. Atreus wird bleiben. Um alle. Die nächste Generation. Er hat auch eine Rückseite.
seine Ankunft. Was hast du dort gesehen, Bruder? Ein Weg. Den ich mir nie erträumt hätte. Und was jetzt? Es gibt viel zu tun. Wieder aufzubauen. Die mir helfen. Ja. Wir schaffen das. Gemeinsam. Freya, wir sollten wohl über Gnau reden. Wir müssen nicht über sie reden. Wir müssen sie nur finden. Aber Odin wählte sie zu seiner neuen Walkürenkönigin, eine Warnengöttin, deine Freundin. Gnau schwor Asgard vor langer Zeit die Treue und unsere Freundschaft endete kurz danach. Was ist passiert? Ich traf eine Wahl, die sie nicht akzeptieren konnte. Kratos, sie hasst mich. Sie wird uns Probleme machen. Besser wir finden sie, als sie uns. Und noch einen für den großen Höchst selbst. Skull! Skull! Er hat am Ende gesehen, in dem Schrein, für alle, die es vielleicht nicht, also so ist meine Interpretation zumindest, dass ihn Leute anhimmeln. Und das hat er nie gehabt als God of War, also als Kriegsgott. Aber Tyr auch als God of War, also als Kriegsgott dieser Mythologie, verehrt wurde, wurde ihm quasi das gleiche Schicksal jetzt zuteil, oder wird ihm jetzt das gleiche Schicksal zuteil. Er nimmt quasi Tyrs Platz ein und ist das erste Mal ein Gott, den man auch anhimmelt und vor dem man sich nicht nur fürchtet. Und das ist der Weg, den er sieht. So habe ich das zumindest interpretiert und ich glaube, so war die Symbolik auch gemeint. Ein paar Dutzend Leute pro Lager. Familien bleiben natürlich zusammen. Leb wohl, Kratos. Danke. Vielen Dank. Wir bringen so viele Vorräte mit wie möglich, aber viel wird es nicht. Mach dir keine Sorgen. Jeder, der in der Lage ist, kann mehr Vorräte holen. Asen und Warnen. Gemeinsam. Echt, 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 echt gutes Ende. Also,
Das mit Atreus und so, ne? Aber wie will man es anders machen? Ich verstehe es absolut. Es ist echt toll gemacht. Ich bin gespannt, ob es noch eine Zukunft gibt. Vielleicht gibt es noch irgendwie ein Atreus-Spiel dann oder so. Würde mich jedenfalls freuen. Ragnarok ist vorbei, aber es gibt noch viel zu tun. Erkunden Sie die Welten, um die Überreste von Asgard zu entdecken. Stellen Sie Ihren Mut in Muspelsheim, Schmelztiegel unter Beweis. Finden Sie furchterregende Berserkerseelen. Schließen Sie Gefallen für Freunde und Verbündete ab. Abenteuer, Herausforderungen und Geheimnisse warten. Und Radataskir wartet mit neuen Yggdrasil-Samen für Weltenreise. Wohin zuerst? Wir könnten uns um ein paar Dinge in den Welten kümmern. Oder diese Stücke Asgards untersuchen. Egal was, wir kommen mit dir. Okay. Lunda hat auch erwähnt, dass es in Raibs Taverne in Svartalfheim eine Gedenkfeier für Brock geben soll. Ich möchte hingehen. Auf jeden Fall. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Wir sind hier noch nicht durch. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen, aber die Hauptstory in dem Sinn haben wir jetzt auf jeden Fall durch. Ich möchte versuchen, das Spiel wirklich so gut wie möglich noch auf 100% mit euch zusammenzubringen, also auch alle möglichen Gefallen, Kisten und Nornentruhen und so Scheiß zu erkunden. Jetzt können wir ja viel freier, jetzt weiß auch jeder, auf was er sich einlässt, wenn er jetzt zuguckt. Ich bedanke mich bei euch wirklich fürs Zuschauen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel. Und falls ihr jetzt aussteigt, weil ihr sagt, naja, das ist ein bisschen Sammelquest-Zeug, aber ne, denkt dran, wir gehen nächstes Mal zu Procks Beerdigung und so. Also es gibt schon noch coole Sachen, die dann auch nach dem Spiel wahrscheinlich noch eine Rolle spielen. Deswegen würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn nicht, bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Und ich habe es wirklich genossen. Es waren für mich tolle Tage. Ich habe es jetzt sehr schnell durchgespielt. Wenn ihr die Folgen seht, nicht. Ich muss erst rendern, hochladen, alles. Es dauert ein bisschen. Aber ich habe es sehr schnell durchgespielt, weil ich mich jetzt schon seit über einem Jahr, also seit ich das erste Spiel gesehen habe damals und jetzt über einem Jahr, seit es angekündigt war, richtig darauf freue. Und mir extra die Zeit genommen habe, jetzt die 5-6 Tage, um es wirklich durchzuziehen. Und das habe ich geschafft. Bis hierhin. Noch nicht auf 100% natürlich. Aber ich hoffe natürlich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei God of War Ragnarök. Wenn wir noch hier weiter durch die Welten reisen, noch mehr erkunden. Und dann auch vielleicht noch über die ein oder andere Entwicklung am Ende der Story reden. Die mir dann bis dahin so eingefallen ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war God of War Ragnarök mit der Hauptstory. Weiter geht's dann. Mit den Nebenquests und allem, was noch offen ist. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Haut rein, macht's gut und ciao.